einfach da. Industrial Command Ship, bin ich jetzt ganz verwirrt oder die Orca? Ja, okay, die Orca, das war eine Orca. Jetzt verwechsel ich schon einen Frachter mit einer Orca. Was ist los, ihr Leute? Okay, eine Orca ist ein Mining Industrial Schiff. Um es mal so auszudrücken. Da können alle Miner einfach ihren Kram reinschmeißen. Und hat noch ein paar andere Vorteile. Wie zum Beispiel, dass alles Ore da drin komprimiert wird, damit noch mehr Platz da drin ist. Jita, Jump. Ja, ab geht's. 13,97 AU. Yes. Wenn ihr übrigens irgendwelche super Ideen habt, was das LP angeht, oder ihr wünscht euch, dass wir irgendwas machen, ich habe es, glaube ich, am Anfang vor ein paar Videos schon mal erwähnt, dann sagt mir das einfach. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, nimm dieses Fitting, genau dieses, oder Skill darauf hin oder was auch immer, das ist total geil. Ich könnte es jetzt auch natürlich ausarbeiten, aber wenn ihr irgendein tolles Fitting habt, was sonst kein Mensch drauf kommt, was irgendwie für Missionen besonders toll ist oder für PvP oder sowas, schickt es mir entweder per Nachricht oder ihr schreibt es in die Kommentare unter das Video. Ich antworte natürlich auch sehr gerne auf eure Kommentare, wenn ihr sie schreibt. Ansonsten, wenn ihr noch nicht Eve zocken solltet und ihr habt durch dieses Video hier Lust bekommen, es mal auszuprobieren. So, Moment, wo haben wir hier die 4-4? Da ist die 4-4. Dann klickt in meinem Kanal auf der rechten Seite oben auf Eve Freundschaftsprogramm. Wenn ihr das nutzt, um euch anzumelden, bekommt ihr erstmal natürlich eine Free Trial Zeit. Und wenn ihr nach dieser Free Trial Zeit das Spiel in einen Voll-Account ummeldet, das heißt, ihr bezahlt euren ersten Monat, wie auch immer ihr den bezahlt, ist dabei nicht wichtig, bekomme ich einen Bonus, in Anführungszeichen. Das ist recht unterschiedlich, aber meistens bekommt man dafür ein Plex. Ein Plex ist ein Gegenwert für einen Spielmonat, das heißt, ihr würdet quasi, ich will jetzt nicht sagen mich, aber ihr würdet das Let's Play unterstützen. Denn wenn ich weiter Eve zocken wollte, würde ich natürlich meinen alten Charakter, der hier auf dem gleichen Account ist, natürlich weiter zocken und mit dem meine Millionen und Milliarden einfach weiter ausbauen. Aber ich zocke das ja hier hauptsächlich nicht nur für mich, weil ich auch natürlich dabei Spaß habe, sondern ich zocke das hauptsächlich für euch, damit ihr mit mir Spaß habt. Das ist ja eigentlich der Sinn eines Let's Play. Den eigenen Spielspaß mit anderen zu teilen. Auf das hin die Zuschauer auch Spaß haben. Also mir macht das Ganze hier großen Spaß. Man merkt es mir nicht immer an, weil ich manchmal echt, wie soll ich sagen, das Temperament einer Schlaftablette habe. Vor allen Dingen, wenn ich um 6 Uhr morgens auf die Idee komme, hey, machen wir doch mal ein Let's Play Video. So, wir sind in Jita angekommen. Das erste, was wir jetzt hier mal machen, außer uns diesen hübschen Popo hier, ja, ist unser Fitting-Fenster zu öffnen und uns jetzt hier mal ein paar Iskis zusammen zu sammeln. Wir machen hier erstmal Unfit. Ja. Wir machen hier jetzt erstmal einen Fit, wegen, dass die Munition von dem Ding weggeht. Jetzt. So, dann schauen wir mal. Get Repair Quote, Repackage. Ja. Was ich übrigens an der UI, falls irgendein Eve-Mitarbeiter oder Mod oder sowas hier gerade zuguckt, schon ewig an der Eve UI, ich will nicht sagen zum Kotzen,
aber total beschissen finde, ist, man klickt auf einen Gegenstand mit rechts und Reprocess und Repackage, also Reprocess heißt, es wieder in seinen Ursprungszustand in den Einzelteilen zu versetzen und Repackage, also es wieder zu verpacken, um es dann zu verkaufen, sind direkt untereinander. Das kann nicht sein! Weißt du, wie schnell klickt man hier einfach aus Gewohnheit auf Ja und liest den Text nicht? Ich weiß, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, aber irgendwann ist das Ganze hier halt ein Automatismus. 6 ISK. Wo ist der Tritanium-Preis? Wollt ihr mich verarschen? Was kostet das Tritanium? What the fuck? Alter Schwede. Als ich das letzte Mal gezockt habe, war der Tritanium-Preis bei 3,5 und das war teuer. Es lohnt sich wieder im Highsec zu minern. Ich glaub's ja gar nicht. 6 ISK. Ich glaube, der Preis fürs Tritanium von 6 ISK war zuletzt so hoch, als ich das Spiel vor 10 Jahren angefangen habe. Und danach sind die Preise für das Tritanium einfach immer nur gefallen. Ihr erinnert euch, ich habe vorhin gesagt, für das Tritanium kriegen wir 3, 4 ISK. So, Reprocess. Genau das machen wir nämlich jetzt mal. Dafür kriegen wir 416 Stück. Sie nehmen sich 22. Und der Verlust beträgt 63. Der Verlust entsteht, weil meine Skills für, um etwas zu reprocessen, einfach schlecht sind. 22 Stück ist quasi der Steueranteil. Und 416 bekommen wir. Wir machen das jetzt einfach mal. Jetzt haben wir nämlich 416 Tritanium bekommen. Verkaufen dieses Item. Und haben gleich mal ein paar Iskis mehr. So, die zwei Jungs hier verkaufen wir dann nämlich auch gleich mal. Verkaufe dieses Item. 27.578 ISK. Ist zwar deutlich weniger, als wir für ausgegeben haben, aber gut. Kann man jetzt nicht ändern, das ist ja beim Handeln einfach so. Das ist quasi das eigene Risiko. Ich bin jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht so besonders traurig. Und wir schauen mal nach den Railguns. Wie viel ISK haben wir denn jetzt? 76.000 ISK. Wir sind ja gefühlt richtig reich, meine lieben Freunde. Mancher Ich-Spieler googelt sich wahrscheinlich erst gerade vor Lachen. Aber gut. Schauen wir mal, welche Railgun wir hier haben wollten. Also die hier war ja zu teuer, wenn ich mich recht entsinne. War das der Kollege? Nein, das war 125mm Railgun Tech 1. Ach, ich hatte ja... Moment, Sekunde. Compare. Compare-Button haben wir gemacht. Optimal Range. Fall-Off, wo bist du? Da bist du. So. Okay, Gauss-Gun. Die war, glaube ich, so teuer. Ja, die kostet 300.000 das Stück, was auch vollkommen übertrieben ist. Da kann ich mir wahrscheinlich auch gleich eine Tech-2-Kanone für kaufen. Die dürfte billiger sein. Ausnahmsweise mal nicht. Tech 2 ist ausnahmsweise mal teurer als das Highest Named Item. Gut. Auch welche, übrigens, wenn ich irgendwelche Fragen zu meinem Nerd-Geplapper habe im Sinne von was ist Highest Named Item, dann stellt mir die Fragen einfach in den Kommentare. Weil manchmal merke ich einfach während dem Zocken nicht, obwohl ich so viel versuche zu erklären in diesem Spiel, wie es irgendwie nur geht für die Leute, die keine Ahnung haben, von was ich hier rede. Aber wie gesagt, wenn ich nur erkläre, bin ich hier nur in Menüs und irgendwelchen, ja, es bringt einfach nichts. So, 27.000 ISK mal 2 sind wir bald 60.000 ISK los, aber Compressed Coil Gun. Ich hoffe, dass es sich mit der Entfernung einfach, weil 10,3, das sind 15 Kilometer, ich hoffe, dass uns dieser Trottel dann einfach nicht mehr trifft. Wir machen dann zwar bei weitem nicht mehr so viel Schaden, aber Compress, okay. Er hatte nur noch eine auf Lager. Also kaufen wir doch noch einen. So, wir fitten sie. Klick, klack. So.
Dann wollen wir gleich die Muni draufhauen. Wenn ich jetzt nicht wieder irgendein Pech habe und die Munition nicht passt. Aber ich hatte eben eigentlich geguckt, da kommt Hybrid Charge rein. Dürfte also keinen Unterschied machen, weil manchmal bei unterschiedlichen Waffen, nicht nur Waffentypen, sondern ja, braucht man unterschiedliche Munition logischerweise. So, wir ziehen die Waffen zusammen, haben sie gruppiert, hauen die Munition drauf, die passt. In der Zeit umwarpen wir schon mal nach Perimeter. Jump. Oh, eine Drake. Eine Drake. Schönes Schiff. Und ich habe gerade ein Ruckeln. Cheetah. Ist nervt. Gut. Es ruckelt bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr das Ruckeln später auch habt im Video, aber bei mir hat es gerade geruckelt. Cheetah hat einfach grundsätzlich das Problem, dass hier einfach gefühlt 2 Milliarden Leute immer drin sind. In Wirklichkeit sind es irgendwie meistens um die 1000 Minimum. Aber ja, dadurch ist die Belastung nicht nur für die Jungs von CCP, sondern auch für die Leute wie mich nicht schlecht, denn wenn ich dieses Spiel hier normal zocke, habe ich mehrere hundert Frames, ist gar kein Problem. Aber sobald dieses Spiel aufgenommen wird und ich habe keine langsamen Festplatten, sobald dieses Spiel aufgenommen wird und ich nehme mal an, das hängt einfach mit der Engine von Eve zusammen, fallen die Frames in den Keller. Das ist nicht mehr feierlich. Ich meine, es ist flüssig, wie ihr seht, ja. Aber manchmal an so gewissen Ecken wie im Cheetah, ja, nicht schön. So, wir fliegen in die Mission rein und ich hoffe, dass das jetzt klappt. Wie weit können wir ihn? Wir machen 41 Damage, Fall Off mit 11, wir machen 22 DPS, Optimal Range sind 6 plus 11, hat die Munition plus 50% oder minus 50%? Ich denke, sie hat minus 50%, oder bin ich jetzt komplett verwirrt? Naja, gut. Der Kollege ist ziemlich weit weg, deshalb sage ich jetzt mal auf Wiedersehen 10 Kilometer und hoffe, dass er uns dann nicht mehr trifft. Fall off. Optimal ist 6 Kilometer, da sind wir auf jeden Fall raus, aber das soll uns jetzt mal nicht interessieren. Okay, jetzt fliegen wir einfach nur von ihm weg. Und entweder er schießt nicht oder er kann uns noch nicht mal locken. Was ich total toll finde gerade. Ja, seht ihr, so viel kann in Eve ein einziges Item machen. Ob eine Taktik oder ein Kampf erfolgreich ist. Es hätte jetzt auch sein können, dass er keine Nahkampfwaffen, sondern Fernkampfwaffen drauf hat. Und mich trotzdem so gut getroffen hat, wenn ich nah bin. Weil normalerweise, wenn man Fernkampfwaffen benutzt, sind die in der Nähe nicht ganz so effektiv. Einfach weil man so schnell. Die haben dann zwar noch großen Damage, aber bei Fernkampfwaffen ist es so, dass wenn ich jemanden in der Nähe schnell umkreise, können die Waffen wegen der Geschwindigkeit einen nicht so gut treffen. Drücken wir das mal so aus. Ja. Gut. Irgendwie habe ich den blöden Eindruck. So, dass er uns nicht mal locken kann oder wir zu weit weg sind. So, hier oben haben wir das gute Crime Watch, die neuen Symbole. Wir haben einen Lock-Off-Timer. Wegen. Wir haben einen Kampf mit einem Nicht-Kapsulier. Konsequenz, das Schiff wird im Weltraum bleiben. Lock-Off until Timer expires. Okay.
Das heißt, weil wir jetzt ein gegnerisches Schiff angegriffen haben, können wir nicht andocken. Wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe. Wobei das mir bei einer normalen Standardmission, NPC-Mission, echt ein bisschen seltsam vorkommen würde. Der hat einen Armor-Wrapper an Bord. Ich werd bekloppt. Dann machen wir doch mal Orbit 5 Kilometer. Oder 7,5. Dass wir mehr Damage verursachen. Bin ich mal gespannt, wann er sich gleich wieder anfängt zu reparieren. Da das hier mit dem automatischen Kack nicht geht, muss ich jetzt einfach mal anfangen, selbst hier zu fliegen. Der Kollege hat als Kaldarien Armor-Wrapper an Bord. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Hier, gibt's doch nicht. Während mir hier die Energie schon wieder ausgeht. Ich hatte einen Armor-Wrapper an Bord. Warum kriege ich eigentlich nur so Kackmissionen? Naja! Der Typ rappt sich einfach rauf. Und ich kann nichts tun. Nichts! What the fuck? What the fuck? Ich mache nicht genug Damage. Und er hat sich gut gerappt. Ja. Andere Munition können wir nicht kaufen. Andere Waffen können wir auch nicht kaufen. Wir können jede Menge mehr Schaden eventuell verursachen, aber das würde uns einiges an Skillzeit für Gunnery kosten. Und um ehrlich zu sein, da ich Kaldari als nächstes, die Richtung Kaldari machen möchte. Ja. Ich fliege jetzt einfach mal zu den Agenten und lehne die Mission so lange ab, bis wir eine ordentliche bekommen. Nach dem Motto, mir ist jetzt erstmal das Standing einfach egal, weil wir brauchen erstmal Kohle. Weil ohne Moos ist einfach nichts los. So einfach ist das. Wir brauchen mal eine 500.000 ISK oder sowas einfach und nur eine 500.000 und nicht 500 Millionen oder so, um uns eine blöde Frick zu kaufen. Und auch keine Tech 25 Frick. Oh oh, jetzt bin ich wieder in die Mission geflogen. Ich trottel vor lauter Gequatsche. Um uns eine ordentliche Fregatte zu kaufen. Irgendeine Merlin, Hagin. Weiß ich gar ja was nicht alles, aber diese Ibis hier, das ist einfach. Das ist ein Mistding. Ein Mistding ist dieses Teil. Um es mal so auszudrücken. So, da sind wir auch schon an der Station. Wo habe ich eigentlich meine Uhr? Ah, ich glaube, die 2 Stunden Aufnahme habe ich ungefähr schon wieder voll. Ich trinke mal einen Schluck. Ich trinke viel zu wenig und rede viel zu viel. Was ja nicht schlimm ist, aber zu wenig trinken dabei ist schlecht. So. Das Problem ist, wenn ich natürlich jetzt diese Mission ablehne, dann haut uns das in Sachen Standing, wo wir eigentlich noch kaum was haben, aber in Sachen Standing haut uns das dann voll einen rein.
Aber wir haben leider keine andere Möglichkeit. Es tut mir furchtbar leid, aber ich brauche irgendeine Mission. Mit der wir was anfangen können. Acquire these goods. Destroy the warehouse and retrieve the sealed containers. Eliminate the pirate threat and then return to your agent with the goods. Ja, Goristas. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, jetzt in diesem Let's Play, das müsste zu schaffen sein. Ich sag jetzt am besten gar nichts, auch wenn ich denke, dass es zu schaffen sein müsste. Und ja, werde diese Mission annehmen und mal hinfliegen. Und einfach mal schauen. Okay, jetzt sagt das Ding Cargo Warning, weil mein Schiff, zu wenig Cargo hat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob, ups, irgendwas noch im Cargo drin ist. Ja, Munition. Gut. 150 brauchen wir, da legen wir einfach mal ein bisschen was ab. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie groß. Ah, wir haben insgesamt nur 125. Okay, das ist natürlich schlecht. Da 15 mal Small Sealed Cargo Container. Ich akzeptiere die Mission einfach mal. Ja. Denn zur Not müssen wir einfach mehrmals fliegen. Ist jetzt kein so ein Wahnsinnsbeinbruch. Docking.